Willkommen zurück zu The Dig. Immer noch im Nexus und diese Tür will nicht. Aber warum will die nicht? Kann ich die irgendwie aufbrechen oder so? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Zu, verschlossen. Und ich kenne das Zauberwort nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das damit hier mit diesen Funken zu tun hat. Als der Felsen von der Decke gestürzt ist, muss er eine Energieleitung im Boden getroffen haben. Ah, und vermutlich... Ich habe noch eine andere Tür, die hat aber kein Ding. King of Kotlet, Hallöchen! Ein wunderschön. Die hat aber leider kein Schloss. Aber wir haben hier dieses Kabel. Können wir mit dem Kabel irgendwas machen noch? Das Überbrückungskabel immer zuerst an der leeren Batterie anbringen. Ah, warte mal. Funktioniert das? Ich kann es nirgends befestigen. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. An der Tür? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Auch nicht. Das Spiel heißt The Dig, also D-I-G. Na, ein Schelm, der jetzt was anderes denkt. Und es geht darum, dass man, dass ein Asteroid auf Kollisionskurs zur Erde ist. Und man diesen Asteroiden halt eben erstmal sprengt und dabei ein Raumschiff in eine andere Welt freilegt, mit dem man dann auf dieser Welt strandet. Oh, und jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. Grüß dich, Simpsons 1986. Hallöchen. Die Frage, wo ist der Anschluss dafür? Wo führt denn das hin? Das würde doch geradezu hier hinführen oder so, oder? Eigentlich. Aber warte mal. Scheint eine Art Stoßzahn zu sein. Aber es hatte noch irgendwas anderes. Ich hau mal den Zahn dagegen. Mal sehen, ob wir den Deckel abstemmen können. Warum? Ja, okay. Klonk. Das ist es. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es hat funktioniert. Ja, ist alles ziemlich verwüstet hier drin. Ein paar Verbindungen sind gebrochen. Es bekommt keine Energie. Okay, gut. Aber ich glaube, damit ist dann jetzt klar. Kabel erstmal da dran. Weil wir auch wissen, wie außerirdische Technologie funktioniert. Mal sehen, ob wir etwas von dem Loch im Boden weiterleiten können, wenn ich mir dabei keinen Schlag hole. Ich hätte Elektriker werden sollen. Tada! So, wer würde was von diesem Spiel, wo lauter Spalten und Stangen vorkommen, was anderes denken? Ah, du Schmutzfink. Gar nicht. Ich schaue, ich glaube, ich gehe aber nochmal. Ich glaube, ich gehe nochmal woanders hin. Bevor ich da reingehe. So ein bisschen lässt mir diese eine Geschichte hier drüben noch nicht so ganz, lässt mich noch nicht ganz in Ruhe. Weil es kann ja nicht sein, dass dann nur solche komischen Steine waren. Aber auf der anderen Seite, wir haben bisher auch nichts anderes außer Stangen, Spalten und Steine gefunden. Von daher, so großartig anders ist das hier wahrscheinlich dann nicht mal. Aber hier oben ist dieses matte Licht. Und dieses matte Licht ist einfach... Diese Platte an der Wand lässt sich bewegen. Aber es tut nicht. Die Animation. Ey, da steckt da auch ein sehr, sehr, sehr großes und bekanntes Entwicklerstudio hinter. Und zwar niemand anderes als LucasArts.
die auch hinter Monkey Island, Day of the Tentacle und Grim Fandango, Sam & Max und so weiter standen. Was tut es? Es leuchtet matt. Nein, es macht Da ist es kein Wunder. Ja, genau. Richtig. Ich finde nämlich auch, dass es dann kein Wunder ist. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ja, wäre auch interessant, wenn man das machen könnte. Was? Das sind Fernbedienungen. Okay. Ja, schön, schön. Benutzt du silbernes Zepter mit Planet? Oh nein, warum, was? Nein, warum geht die Tür zu? Er hat das Teil doch nicht schon wieder gestohlen, oder? Ich bin hier drin gefangen. Ach komm schon. Sie stellt einen Planeten und seine Monde dar. Vielleicht ist es dieser Planet. Da ist er ja. Der gleiche kleine Dieb. Und er hat immer noch das Teil, das er gestohlen hat. Ich warne dich. Sei lieber vorsichtig, sonst gibt's bei mir gegrillte Weltraumratte zu essen, bevor ich verhungere. Okay, was macht der Knopf jetzt? Ach, ein Glück. Ha, die Steuerung auf dieser Seite funktioniert noch. Ein Glück, okay. Hä, aber warte mal. Jetzt stehen die still. Wie weit bin ich jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, also wir haben jetzt irgendwie eine Konstellation aufgebaut, die scheinbar funktioniert. Aber was genau macht das? Hä? Gut, okay, ich kann einfach vielleicht ein Sonnenfinsternis schaffen? Aber das meine ich halt eben. Es passieren so Dinge und es sind Rätsel und ich verstehe sie einfach nicht. Es passieren Dinge, aber ich verstehe sie nicht. Also ich weiß halt eben auch nicht, was ob das hiermit irgendwie zu tun hat oder so. Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Dadurch, dass wir da diese Animation bekommen haben, glaube ich, war das schon richtig so, oder? So, jetzt gehe ich nochmal zu... Ah, nee. Jetzt gehe ich nochmal zu der Insel, weil der Weg einfach kürzer ist. Und jetzt gehe ich in den anderen Raum rein, in dem wir noch nicht drin waren. Den wir zwar geöffnet haben, aber in dem wir noch nicht drin waren. So, das war hier. Vielleicht ein Sonnenfinsternis. Kann schon sein.
Dann rufen wir uns mal wieder die nächste Bahn vorbei. Wenn sie denn kommt, so kaputt wie das hier aussieht. Okay. Also auch hier müssen wir nicht so viel auf die Videos achten, weil die eh immer die gleichen Animationen sind. Bahn. Knopf. Vorsprung. Hier ist noch eine Öffnung. Hier ist seltsames Feld. Hier ist alles seltsam. Eine Art Licht, das sich nur am Rande der Existenz befindet. Eine Art Licht, das sich nur am Rande der Existenz befindet. So, diese minimalen Informationen, die man bekommt. So, ist es Licht? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich sehe doch, dass es Licht ist. Eine Art Licht, das sich nur am Rande der Existenz befindet. Na gut. Schauen wir mal weiter. Vielleicht kommen wir hier auch nochmal an so einen Poller vorbei, mit dem wir wieder so eine Brücke aufbauen können. Hier, nee, das sah nur so aus, als ob da irgendwas liegt. Ab in die nächste Höhle. Also ich finde so die Optik, die Landschaften und so weiter sind natürlich mega, mega schön gemacht, ne? Grube. Was ähnliches wie Fledermäuse. Da ist eine Öffnung. Kann ich da auch hingehen? Ja, da kann ich auch hingehen. Eine Art dufter Typ, der sich bei diesen Hinweisen am Rande des Wahnsinns befindet. Ja, du nicht? Ich habe jetzt gerade 4 verschiedene Kombinationen. Ich habe jetzt hier 4 verschiedene Kombinationen, die allesamt durchgetestet werden müssen, oder was? Alter! Und fangen wir mal mit der ersten an. Grün, blau, blau, rot. So, grün, blau, blau, rot. Und welche Farbe, also welche Kombination ist es denn? So. Das, okay. Rot ist noch am einfachsten herauszufinden. Blau kann entweder der sein. Grün, gleiches Spiel. Oh, hey! Yay! Yippie! Ein tolles System. Man braucht die Karte nicht einmal mehr zusammenzufalten, wenn man fertig ist. Super, aber das hat mir... Was? Aber es hat mir doch nichts gebracht gerade.
So, grün, blau, grün, grün. Probieren wir es auch nochmal. Das hat mir doch gerade überhaupt nichts gebracht. Grün, blau, grün, grün war das. Und jetzt nochmal die Frage, welche Kombination? Viereck, 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 Dreieck. Ach Mensch, das ist ja sogar noch relativ easy. Okay, also das zeigt mir scheinbar nur irgendwelche Gebiete an. Da scheint irgendwo noch eine Gruft zu sein und ein Weg nach unten. Eine Gruft und ein Weg nach unten. Okay. Rot, rot, grün, blau. Nehmen wir als nächstes. Rot. Rot. Es ist halt eben einfach so dermaßen blöd, weil man sich halt eben immer, weil man hier die ganze Zeit klicken muss. Na, man muss so lange klicken, bis die richtige Farbe ist. Rot, rot, grün, blau. Hast geschrieben? Ja, sehr cool. Sehr cool. So, vier. Nee, den hatten wir gerade. So. Den, 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 den. Okay. Hä? Moment. Ach so, okay. War der hier überall? Danke für keine Informationen. Rot, grün, blau, grün. Rot, grün, blau, grün. Grün, blau, grün. Rot, grün, blau, grün, okay. Das war der. Der. So, waren das die? Nee, ne? Der grüne ist richtig. Ich glaube, das war nur der blaue, der noch einen weiter musste. Ja, genau. Hey Luna, grüß dich. Okay, also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bei der Museumsinsel, das war der zweite Stein, den wir hatten, da gibt es noch irgendwas. Ach, perfekt. Guck mal, hier ist auch noch so ein Ding. Oh oh, bei dieser Lichtbrücke ist wohl gerade die Garantie abgelaufen. Naja, wie immer. Erstmal Linse richten. Nur ein bisschen justieren. Okay. Das hat auch nicht funktioniert. Dann nochmal ein bisschen. Upp. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Und nochmal. Das klingt gut.
Fact. Er sieht schon ein bisschen mächtiger aus als vorher, oder? Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Man kann kaum etwas sehen. Ich glaube, ich kann eine Form erkennen. So ein bisschen kommen wir der Sache näher. Aber wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir haben jetzt wieder... Also wir haben jetzt 3 von 5 Pylonen aufgebaut. Dann düsen wir mal zur Museumsinsel und reden mal mit Maggie. Vielleicht hat die noch einen Plan. Weil bei der wissen wir zumindest, wo die ist. Bei Brink sieht es ja jetzt ein bisschen anders aus. Ja? Robbins! Haben Sie diesen Jungen gesehen? Was? Nichts. Die Karte zeigt geheime Räume unter dem Grab, das ich gefunden habe. Wenn die Karte sie zeigt, können es keine Geheimnisse sein, oder? Da haben Sie wohl recht. Man muss da irgendwie hineinkommen können. Ich verstehe nur noch nicht, also ich konnte nicht erkennen, wo das sein soll. Wie läuft es mit Ihrem Datenempfang? Ich empfange alles, nur verstehe ich nichts. Aber Sie sind sicher, dass es sich um Ihre Sprache handelt? Keine Ahnung. Ich glaube, diese Bücherei wurde von verschiedenen Spezies verwendet. Wie das Museum, das Sie entdeckt haben. Diese Sprache könnte extra dafür entwickelt worden sein, um einfach übersetzt werden zu können. Wenn sie so einfach ist, warum dauert es dann so lange? Einfach im Vergleich zu einer natürlichen außerirdischen Sprache, die man noch niemals gehört hat. Lassen Sie mich einfach in Ruhe arbeiten, Boston. Die Bedeutung von einigen Symbolen habe ich vermutlich schon raus, aber ich muss erst noch einmal überprüfen, ob das alles Sinn macht. Ich finde, wir sollten uns wieder zusammentun. Warum? Ja, denn... Ich bin davon überzeugt, der Schlüssel zu unserer Heimkehr steckt hier in den Konsolen. Erkunden Sie weiterhin die Umgebung. Den Dialog hatten wir schon so 1:1. Wenn ich es rausbekommen habe, nehme ich Sie mit. Ganz kostenlos. Ich wüsste nur zu gerne, wie diese Lebenskristalle funktionieren. Brink verwendet sie momentan wahrscheinlich an sich selbst. Und wird dabei high. Ich hoffe nur, dass er sich nicht selbst umbringt. Vielleicht ist Lebenskristall nicht der richtige Name dafür. Ich habe sie im Museum gefunden. Können Sie sie lesen? Das sind andere Symbole als die in der Datenbank hier. Die sind wohl nicht dafür gedacht, dass Fremde sie lesen. Ich wünschte, ich könnte die Inschrift lesen. Da steht bestimmt etwas sehr Wichtiges. Lassen Sie mich erstmal die Sprache hier lernen. Ich werde mir Ihre Inschrift bei Gelegenheit mal anschauen. Also wie ihr seht, auch die Dialoge mit den Leuten sind nicht unbedingt sehr hilfreich, ne? Sie werden nicht glauben, was ich entdeckt habe, Maggie. Die Insel im Zentrum und die Felsen sind nicht nur durch Unterwasserbahnen miteinander verbunden. Och, es existieren auch noch Lichtbrücken, die von den Inseln zu einem transparenten Kristall im Zentrum führen. Eine Brücke aus Licht? Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber es ist wahr. Ihre Technik ist unserer so weit voraus, dass mich gar nichts mehr wundert. Maggie, ich habe einige Platten gefunden, wie die aus dem Asteroiden, die uns hierher gebracht haben. So viel wir wissen, können uns alle Platten, die wir finden, plötzlich ans andere Ende des Universums befördern. Vorschlag? Ich suche noch ein paar von den Platten und Sie entziffern die Sprache, dann können wir die Anleitung lesen. Na toll. Sie suchen Platten, die auf dem Boden herumliegen, während ich versuche, die Sprache einer unbekannten Kultur zu entschlüsseln, ohne zu wissen, wie sie denken oder worüber sie schreiben. Ja, das nenne ich faire Arbeitsteilung. Genau. Wir sitzen ja auch nicht die ganze Zeit nur in einem Raum, sondern wir versuchen halt eben auch durch die Gegend zu laufen. Aber genau das ist es halt. Wir bekommen keine Infos. Wir bekommen immer nur das gleiche Blabla. Moment. Hier war auch sonst nichts mehr, ne? Hier war noch die Kammer.
Wasser. Wasser überall. Oh, wait. Haben wir hier noch irgendwo was? Nee. Wir haben halt eben ein paar von diesen Kristallen, von diesen Lebenskristallen. Vibi, silent. Wir hatten noch eine Bahn, die sich noch nicht hat klicken lassen. Mit einer Bahn konnte man nicht, ja, hier auch. Planetariumbahn. Achso, nee. Das war da, wo wir die Ratte getroffen gehabt haben. Moment. Oh, na guck mal eine an. Das ist neu. Sie strahlt Energie aus. Okay, aber es passiert jetzt nichts, dass ich da irgendwie drauf gehe. Okay. Nichts außer Dreck. Nichts außer Dreck. Ich überlege gerade, weil hier waren noch diese Gräber. Genau, da ist das Grab. Knochen. Nee, hier war sonst nichts, ne? Zwei Bilder. Was für Kreaturen das auch gewesen sein mögen. Hier auch keine nennenswerten Informationen. Dann gucken wir mal weiter. Also genau, hier ist noch eine Tür. Aber da gibt es keinen Schalter zu. Und hier ist noch eine Tür. Und ich glaube, hier war der... war die Bahn, die nicht gefahren ist. Nichts passiert. Genau. Die ist nicht gefahren hier. Ach, warte mal ganz kurz. Mir fällt aber etwas ein. Und zwar... hier im dunklen Tunnel... im dunklen Tunnel war einer der Kristalle nicht aktiv. Und wir haben jetzt diesen blauen Stab gefunden. Vielleicht können wir den irgendwie machen. Und guck mal, hier die blauen Tür... die grünen Dinger hier sehen genauso aus... ich komme nicht dran. Die sehen genauso aus wie diese, wie das bei dem einen Strand. Diese Lichttafeln. Moment, ich guck mir das mal eben kurz an. Das ist ein Kontrollpult. Toll. Hier sagt er, das ist ein Kontrollpult. Schaut mal, hier hat man nämlich das leuchtende Pult. Aber hier sind noch drei Löcher. Kann ich die Sachen hier... das passt nicht. Okay, nein, kann ich nicht. Das passt nicht. Das passt aber. So, gleitender Kristall. Ah, Moment. Wir können die irgendwie rausholen. Was passiert, wenn ich das mache? Sieht man hier irgendeinen Unterschied? Nee, ne?
Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass man die Kristalle so einstellt, dass die allesamt gleich auf sind, sodass der Kristall zum Leuchten beginnt. Wieder so ein raten wir einfach mal rumrätsel. Es ist ein leuchtender blauer Stab. Warte mal. Nee. Ich dachte, wir hatten ja vorhin so ein Video auf den Displays gesehen, wo man so eine Treppe gezeigt hat. Ich dachte, vielleicht wäre das hier diese Treppe. Welche Position kannst du denn überhaupt einnehmen? Einfach alle Positionen. Okay, der speichert die Position auch nicht. Oh. Damit sind alle Kristalle verbunden. Okay, Moment. Wenn ich den jetzt ausfahre, passiert nichts. Passiert nichts. Damit sind alle Kristalle verbunden. Ah, warte mal, doch. Wenn ich den reinfahre, der eine hier leuchtet nur ganz leicht. Hier, guck mal. Bling! Der erste leuchtet. Okay, gut. Haben wir jetzt, drücke ich mal den hier. Weil das war der, der nämlich aus war. Okay. Tada! Ich hab's Rätsel rausgefunden. Es ist Trial and Error, aber das irgendwie macht's auch Spaß gerade. Das macht irgendwie gerade richtig Laune. Ich drück jetzt den an. So. Das ist quasi, ich glaube nämlich, das ist hier der, sozusagen der Reset von den U-Bahnen. Klack, an. Der ist der Nächste. So. Klack an. Und der hier auch noch. Okay. Nice. Damit sollten die U-Bahnen allesamt wieder funktionieren. Yes! Wunderbar. Endlich wieder ein Rätsel gelöst. Und wir können weiter. Ich war gerade so ein bisschen an diesem Punkt so, ja, was können wir noch machen? So viel haben wir jetzt gerade gar nicht mehr. Jetzt haben wir wieder was. Jetzt haben wir wieder was.
Wir haben die U-Bahn-Steuereinheit gefunden. Dieses Geräusch. Welches Geräusch? Also, war das die? Nee, das war nicht die. Natürlich, ich glaube, die hier war das. Ja, genau. Puh. Als ich das Stäbchen bewegt habe, okay. Und? Da ist es wieder. Da ist die Kugel. Yippie! Die Straßen, die U-Bahn funktioniert wieder. Auf in neue Ländereien. Wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Das ist so eine Hamsterkugel. Das ist eine Kotzkugel. Du setzt dich rein und wirst durchgeschleudert. So, ich skippe hier diese Bewegung, also die Bewegung in den Räumen oder in den Szenen nicht, weil ich schon finde, dass wir die so ein bisschen auf uns wirken lassen können. Ach, guck mal. Hier sind wir und hier ist das auch mit den überlappenden Monden. Ich habe schon gefragt, wo dieses eigentlich herkommt. Ah, hier haben wir eine Steinplatte. Mit meinen Händen kann ich ihn nicht bewegen. Sie ist halb begraben mit Schmutz und Erde. Der größere Mond wird vom kleineren umkreist. Okay. Meinetwegen. Haben wir das jetzt zufällig gelöst da oben? Weil das wabert so ganz komisch. Mal sehen, ob sich die Platte bewegen lässt. Die Schaufel ist einfach überall. Wichtigstes Werkzeug in diesem Spiel. Die Schaufel. Ah, aber das war auch wichtig, weil wir ja auch in diesem einen Raum gesehen haben, dass es hier ein, noch eine Grabkammer oder irgendwie sowas gibt. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen hier gleich erstmal den Pfad runter, bevor wir in das Loch steigen. Aber vorher machen wir nochmal eine kleine Pause. Gleich wieder da.